Rund 400 der 770 Beschäftigten des Gerolsteiner Brunnens kamen am Freitag zur Betriebsversammlung in die Gerolsteiner Stadthalle. Mit großen Hoffnungen war der Betriebsrat des größten regionalen Arbeitgebers an die Geschäftsleitung herangetreten. Hintergrund: Die Belegschaft will in den Findungsprozess zur neuen Strategie eingebunden werden. Angeblich will sich der Konzern von der Produktion von Erfrischungsgetränken abwenden und sich auf das Mineralwassergeschäft konzentrieren. Unser Geschäftsführer hat uns eröffnet, ohne dass wir die Strategie schon kennen, hat uns eröffnet, dass wir eventuell oder dass Sie eventuell unser Sortiment reduzieren wollen, sich auf die Wurzeln des Unternehmens, auf reines Mineralwasser zurückbeziehen würden. Wenn wir natürlich nur in Anführungszeichen reines Mineralwasser fahren würden, würde das natürlich bedeuten, dass wir die Anlage nicht mehr auslassen können. Die Brunnenmitarbeiter befürchten einen massiven Stellenabbau. Ihre Hoffnungen auf konkrete Zahlen wurden nicht erfüllt. Geroldsteiner Chef Axel Dahm nahm zwar an der Versammlung teil, exakte Informationen zum Thema Stellenabbau gab er jedoch nicht. Viele Mitarbeiter plagen Existenzängste. Meine persönliche Sorge ist halt, dass Geroldsteiner Brunnen nach den vielen Jahren des Erfolgs auf eine Straße gerät, die weniger erfolgreich ist und sehr viele Arbeitsplätze hier gefährdet sind. Unter anderem auch meine wahrscheinlich. Für mich persönlich würde das bedeuten, weil ich gesundheitlich nicht mehr so fit bin, wenn ich davon betroffen wäre, wäre für mich sehr schwer, neue Arbeit halt zu finden, gerade hier in der Region. Bei der dreistündigen Betriebsversammlung erarbeitete jede Abteilung Verbesserungsvorschläge und erklärte, wo es in Abläufen klemmt. Daraus werden jetzt konkrete Vorschläge für die Geschäftsführung gemacht. Außerdem wird ein Gewerkschaftsberater die neue Geschäftsstrategie überprüfen. Mit Blick auf die Arbeitnehmerinteressen.